musst hier irgendwo sein. Ich bin in der Nähe vom Berg. In der Nähe vom Berg. Okay, dann nein, du bist doch gar nicht bei mir. Ich bin, Creeper explodieren gehört? Was? Creeper explodieren gehört? Nein. Alter, wo zur Hölle bist du? Warte, lass nochmal da zurückgehen, wo wir gerade eben waren, okay? Okay. Ich will dich nicht verlieren, Hasi! Ich will nicht alleine sterben. So, ich bin da jetzt gleich wieder. Okay, ich bin wieder auf der großen Fläche. Ich auch gleich. Moment. Oh Gott. Ja, ich bin auch da. Ah, da hinten bist du. Okay, dann lass lieber wieder in Richtung Spawnhouse gehen. No. Da ist noch ein Enderman. Ah, nee. Da ist der Tag. Ich glaube, dass Team Blau echt am Spawnhouse campt, kann das sein? Davon sind noch zwei Endermen, lol. Ich versuche den jetzt mit dem Flameshot zu töten, auch wenn das nicht funktionieren wird. Die Sache ist, die porten sich dann halt die ganze Zeit rum, weil die Schaden bekommen. No. Ja, es wird doch wieder hell. Ja, es wird doch wieder hell, dann machen die das sowieso. Siehst du? Mhm. Der hier hat aufgehört zu brennen, glaube ich. Hi. Alter, wie das im Haus, wenn die sich hin und her porten. Na, wo ist er hin? Wo ist er hin? Ja, die sind da vorne schon wieder. Wollen wir versuchen, gegen die zu kämpfen einfach? Tobi und Cube? Weiß es nicht. Meinst du YOLO? Wir sind jetzt Dritter. Ja. Dann warte noch kurz auf Schießen. Mich. Pass auf, ne? Weil die laufen. Laufen die einfach immer weiter? Die müssen da vorne ins Wasser, oder? Ne, müssen die gar nicht. Wenn ich hier einen Treffer lande, dann bin ich der König. Na guck mal, der ist jetzt ziemlich alleine gerade. Ne, pass auf. Die machen irgendeine Falle oder sowas. Die laufen nicht die ganze Zeit im Spawnhaus rum, um uns dann rüber zu locken. Autsch. Der hat mich getroffen oder so. Bist du das da hinten? Da ist ein Skelett, aber ich bin hinten, ja. Hier bin ich. Achso, dann war das ein Skelett, das mich gehittet hat, okay. Hier müssen noch irgendwo Pferde sein. Das kann ja nicht sein, dass die alle weg sind. Mhm. Letztes Mal waren hier noch welche. Und gerade jetzt, wo wir den Horsamer haben, kein Pferd mehr. Na. Eieiei, ei, ei. Ich frage mich, wieso die wegrennen und wieso die nicht einfach kämpfen. Die haben irgendwas vorbereitet, sag ich dir. Irgendeine Art von Falle einfach. Sie wollen uns einfach wieder weglocken oder sowas. Besonders, wo sind Austria und Stegi? Das ist die Frage der Fragen. Nicht uncool, dass die unter der Erde sind. Bist du eh noch hinter mir? Jo. Ja, 10, 20 Blöcke. Verfolgt werden wir eh nicht, okay. Hier waren doch letztes Mal voll viele Pferde, wo sind die alle hin? Wahrscheinlich haben die alle abgeschlachtet oder so. Boah, das wäre aber schade. Die Dinger sind halt echt cool. Weil ich glaube, dann haben wir echt so eine Siegchance, mal ganz im Ernst. Mit dem Diamond Horse Hammer, das wäre krass. Aber hier ist echt gar keins mehr, ne? Mhm. Hm. Hast du jetzt noch die zwei Wolle da jetzt in die Mitte getan, beziehungsweise eine, und die andere hast du mit? Die eine habe ich mit, ja. Ja, dann müssen wir eigentlich umtauschen und die Wolle platzieren gehen, oder? Theoretisch schon, ja. Warte mal, soll ich mal fragen, ob wir gezwungen sind, umzutauschen und zu platzieren? Ja, kannst du machen. Na, die werden wahrscheinlich eh ja schreiben. Ist dann halt die Frage. Austrieb halt's nicht. Ja, aber ich denke mal, ja, schon. Ja, dann müssen wir das mal machen, ne? Okay, warte kurz, eben noch was essen. Ah, wa. Wir campen jetzt eh wieder irgendwo. Aber da ist kein Pferd, das gibt's doch gar nicht. Eigentlich ersetzt man noch 5-6 Stück oder sowas. Alter. Die können doch nicht alle verschwunden sein.
Hier im Dorf ist nur eine Kuh. Hier leben noch total viele Creeper, ey. Warte, ich lauf nochmal durchs Dorf durch, vielleicht. Auf der anderen Seite da jetzt. Gibt's ja gar nicht eigentlich. Müssen hier irgendwo Kühe sein. Was Kühe? Pferde. Mach ich mit Kühen, Alter. Eine Kuh kann ich nicht reiten. Ein Schwein zum Reiten wäre eigentlich auch ganz stylisch, doch, aber das ist. Du kannst sie schon reiten, ja. Bist du eh bei mir? Ja, ne? Jo. Kein, ja, ich hab nur nochmal Pferd. Da vorne sind die wieder. Geguckt. Pass auf, die kommen da hoch. Jo. Jetzt hauen sie wieder ab. Ich hab noch genug Pfeile. Hab einen. Ja, getroffen. Oh, ich treff nie. Ich weiß niemals, wie hoch man das ansetzen muss. Okay, lass mal hinterherlaufen. Vielleicht wollen die jetzt kämpfen. Okay. Ah, Mann, Vini! Cube ist da gerade ziemlich alleine. Aber Tobi ist da oben, ne? Ja. Wieso visieren die ganze Zeit mich an? Ha, ich hab getroffen. Ich hab bald keine Pfeile mehr, glaube ich. Ich habe auch getroffen. Ich habe noch 30 Pfeile. Bogen bringt Pfeile aber auch nicht mehr so viel bei so großer, bei so starker Rüstung einfach, ne? Das ist ein Problem. Ja. Warte. Die warten, nein, die warten da nicht. Ich dachte schon. Wollen wir jetzt einfach kämpfen? Ja, komm, YOLO. Warte noch kurz auf mich, bitte. So. Die sollen einfach mich anvisieren und du klopfst dann einfach die ganze Zeit drauf. Hoffentlich. Aber du musst auf Tobi gehen, weil Tobi hat, glaube ich, das Schatten des 5 Schwert. Okay? Mhm. Ich sag dir, die haben hier irgendwas vorbereitet. Ey, die locken uns die ganze Zeit in die Wüste, ne? Ja, ja. Oh, die teilen sich auf, oder? Nee. Dachte schon. Also ich bleib auf jeden Fall hinter dir. Ich geh mal Cube nach. Bist eh bei mir, ne? Mhm. Direkt hinter dir. Muss essen. Ich glaube, der kommt gleich von hinten, aufpassen. Da steht einer im Dingens, im Wald. Ich geh mal auf die Bäume. Wo sind sie? Ich sehe gerade keinen. Die warten da hinter den Bäumen unten irgendwo, sag ich. Ja, da unten ist ein Name. Unter uns? Nee, nicht unter uns. Da hinten am Berg, bei den großen Bäumen. Oh. Alter. Nerven geht zu pur gerade. Ich sehe aber nur einen. Na, Cube da. Ist da. Da ist Tobi. Soll ich mit der Enderperle hin? Du hast keine, ne? Nee. Lass uns die gleich überraschen. Komm, wir gehen zurück dahin, wo wir uns gerade hochgebaut haben. Dann holen wir uns die. Okay, wir sind jetzt hinter denen. Die wissen nichts. Warte noch. Wie soll ich da runterkommen? Noch haben sie uns nicht gesehen. Okay, lass jetzt einfach den Weg wieder runtergehen, den wir hergegangen sind. Mit der Treppe hier. Ich glaube nicht, dass sie uns schon gesehen haben. Jetzt haben sie uns gesehen. Jetzt auf jeden Fall. Also Tobi hat wie gesagt das Sharpness 5, sag ich. Mhm. Weil der hat auf jeden Fall ein Dierschwert. Warte, ich bin gerade nicht so krass weit hinter dir. Mhm. Auf Tobi.
Zwei Treffer hat er. Oh, ich hab wieder jemand getroffen. Wie die laufen können. Das sind Pferde! Okay, scheiß auf die, scheiß auf die. Ich will die Pferde. Komm, komm, komm. Hab mich lieb. Warte, ich pass auf die auf. Hat mich das schon lieb? Nein, hat mich nicht lieb. Glaube ich. Oder? Gehört das schon wem? Wenn du es noch nicht steuern kannst. Wo sind nee, die? Nee, es hat mich noch nicht lieb. Pass einfach auf, die sind hinter dem Berg irgendwo, sag ich. Na. Da hinten. Okay. Hab ich Zeit? Die sehen. Na, die kommen jetzt. Die kommen jetzt, aufpassen. Die kommen. Okay, ich hab das Pferd. Wo sind die? Ich sehe die nicht. Genau hinter dem Berg. Da hinten. Ah ja. Rechts vom Berg. Jetzt genau hinterm Berg. Okay, wollen wir versuchen? Ja, komm. Nur warte bitte auf mich. Mhm. Oh, die laufen außen rum. Die wollen wahrscheinlich dich flankieren. Ich weiß es nicht. Nein, die haben das andere Pferd gekillt. Wo bist du? Ich bin. Die laufen wieder in die Wüste. Oder einer hat eine Enderperle geworfen. Ich hab den anderen. Also Cube ist tot. Gut. Tobi hat eine Enderperle geworfen. Bei dir. Ich sammle alles ein. Ich hab noch. Hier ist noch Protection 1 Schuhe, falls du. Ja, okay, du hast aber Protection 2, ne? Ja. Ja, ich hab keine Wolle von denen. Die hab ich. Wir können uns den eigentlich auch holen. Ja, komm. Ich sag, der hat einen Goldapfel. Ich sag es dir. Warte. Essen hinterher. Ja, der geht in den Wald rein. Ja, ich bin mir so sicher, dass er einen Goldapfel hat. Lass mal lieber. Wir tauschen jetzt Wolle ein und platzieren die, okay? Gut. Eieiei, Alter. Das Pferd hat jetzt rausgerissen. Hm. Haben die Wolle hier irgendwo? Nee, ne? Hast du die Wolle von denen eingesammelt? Das brauche ich nicht. Protection 1 nehme ich aber mit. Ja, die Wolle habe ich. Da ist Cube. Warte, ich verbrenne eben noch. So. Hä? Cube, achso. Wo bist du? Ich laufe zurück zum Spawn. Gut. Ist eh hinter mir. Nee, Cube geht jetzt zu denen. Alter Vater, du reißt das ja echt hier noch raus, Mann. Krankes Shit, ey. So. Ey, ich glaube, wenn wir wirklich dieses Sharpness 5 Schwert haben, dann könnt ihr euch, meine lieben Freunde, Zuschauer und Genossen, hier auf jeden Fall noch auf sehr, sehr viel Spaß, ja, gefasst machen. Okay, dann tauschen wir zwei Blau gegen... Leg mal die schwarze Wolle in die Dingens ran. So, schwarz. Genau, habe ich reingetan. Ich schreibe mal ein Nein, nein, bei schwarz musst du nichts machen. Das, wir können ja nicht 1 zu 1 tauschen. Achso, du hast jetzt gerade schon zwei, okay. Ja, ja. Achso, ja, okay. Und dann entsorge ich hier nochmal ein bisschen Sachen. Ich mach das einfach hier in die Kiste ran. Kannst du mir kurz Deckung geben, Jana? Hier haben wir PvP-Schutz. Ja, aber nicht im, aber nur im Haus, oder? Also, ja. Bin ich hier jetzt gerade außerhalb. Praktisch. So. Auf jeden Fall wieder ein paar Pfeile bekommen, das ist gut. So, warte, ich leg hier nochmal ein paar Sachen rein. Dann, ja, wir haben da noch die eine lila Wolle, ne? Die nehme ich jetzt auch mal mit. Ja. Wegen Dingensbums und so. Wegen platzieren. Alles klar, dann. Alter. Ja gut, wollen wir? Lass uns die einfach in Dingsens, in Bastis Taverne hinbauen. Können wir wirklich machen, ja. Lass mal machen. Weil ich glaube echt nicht, dass da jetzt noch jemand vorbeischaut. Die Pferde sind da aber gespawnt, na, die waren da vorher nämlich nicht. Wir sind ja schon ein paar Mal vorbeigelaufen, ja, ne? Richtig. Die sind da einfach gespawnt, da hatten wir echt Glück. Aber bitte nicht so schnell laufen. Lolo. Nicht, dass sie mich auch noch fokussen. Wenn, dann komme ich ja auch genauso schnell wieder hin. Was passiert eigentlich, wenn ich eine. Okay, eine Enderperle auf dem Pferd kann ich nicht werfen, weil dann bleibe ich da, wo ich bin. Ja, richtig. Funktioniert nicht richtig. Du hast jetzt 3 lila Wolle, ne? Ja. Gut. Einfach hier ran, ne? Ja. 2 Abstand. Ich denke mal echt nicht, dass da noch jemand vorbeischaut. Wir müssen die Taverne, wenn dann eins größer bauen, sonst geht das nicht. Erweitern wir die Mauer vorne einfach. Vorsicht, da kommen ein Monster. Da oben läuft jemand. Mach du mal die Monster. Ich baue das hier weiter. Wer ist denn da hinten? Stegi, glaube ich. Ach, da, ja. Nee, jetzt sehe ich ihn nicht mehr.